Hallo zusammen. Heute beginne ich mit einer Serie über Prophetie und Erweckung. Was wird in den kommenden Jahren passieren? Es ist eines der spannendsten Videos, das ich je aufnehmen durfte. Weshalb? Weil Gott durch zwei Wölfe, die kurz vor meiner Nase stehen blieben, und zwei Adler zu mir sprach, was in den kommenden Jahren passieren wird. Zwei Wölfe nicht im Zoo Basel mit Abschrankung, sondern hier im Berner Oberland. Ja, es kann schön gefährlich werden, wenn du mit Gott unterwegs bist, aber ganz sicher ist ein prophetischer Lebensstil mega spannend. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja, ich durfte zwei Wölfe sehen, zwei Adler, einen Baum, der kurz vor mir crashte, und dann begann Gott mir zu erklären, was er damit meinte. Aber ich möchte zuerst auf die Serie hinweisen, die jetzt beginnt. Wir haben nämlich Gäste, super spannende Gäste. In der Schweiz sind sie die meisten bekannt. Es ist Hans-Peter Niesch, langjähriger Leiter von Campus für Christus. Er hat eine super spannende Geschichte und er glaubt wirklich und ruft die Leute dazu auf, dass die große Erweckung kommen wird in den kommenden Jahren. Dann haben wir Werner Wojwode, der prophetisch aufs Herz bekommen hat, auch eine ganz spannende Geschichte, dass es dieses Jahr einen Buß und Beta geben soll. Und dann haben wir noch Adrian Nees, einen FEG-Pastor, der sich in den letzten Jahren vermehrt für das Reden vom Heiligen Geist geöffnet hat und immer wieder Visionen und prophetische Eindrücke bekommt über eine Erweckung. Weshalb solch eine Serie? Weil die Bibel sagt, wir sehen nur Stückwerk, wie durch einen Spiegel. In 1. Korinther 13, 9 heißt es, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Und ich glaube, dass diese vier Visionen, diese vier Eindrücke und Prophetien von uns Vieren, also meine, die ich dir heute erzähle, mit den zwei Wölfen, die mich nicht gefressen haben, zwei Adler und mehr, dann Hans-Peter Niesch, Werner Wojwode und Adrian Nees. Und du wirst merken am Ende dieser Serie, wie Gott zu verschiedenen Menschen verschiedene Puzzleteile gibt. Wie er verschiedenen Menschen verschiedene prophetische Puzzleteile gibt, die dann ein Ganzes ergeben. Also das ist meiner Meinung nach das Spannendste, was ich bis jetzt so auf YouTube rausgelassen habe. Zumindest ich fand es natürlich mega spannend. Mein Adrenalin war auch ziemlich hoch, als ich so nah vor den Wölfen war. Aber jetzt mal der Reihe nach. Wie kam es dazu? Am Morgen ging ich auf meinen Gebetsspaziergang, unterdessen hier in Heiligenschwendi oberhalb des Thunersees im Berner Oberland, und hörte so innerlich ganz leise die Stimme des Heiligen Geistes, der sagte: Heute nimmst du nicht den normalen Weg, sondern geh runter dort, etwa 200 Meter weit weg, in diese Sackgasse. Ich dachte, okay, Heiliger Geist, ich gehe mal dorthin. Und als ich so dorthin ging, spürte ich doch, ja, ich glaube, ich habe richtig gehört, ich bin geführt vom Heiligen Geist. Jetzt kein total starker Eindruck, aber ich wusste doch, Gott wird reden. Und das sind die Momente, wo ich weiß, heute wird ein spannender Tag. Also lief ich dort runter in diese Sackgasse, hielt an und fragte Gott: Was mache ich hier? Das macht nicht so viel Sinn. Die Sackgasse geht nicht weiter, da geht's nur steil runter. Und ich fragte, soll ich wieder umdrehen? Und genau in dieser Sekunde tauchten etwa 10 Meter von mir zwei Wölfe auf. Sie kamen steil einen Hang hoch und konnten mich deshalb nicht sehen und ich konnte sie auch nicht sehen. Siehst du auf diesem Bild? Da siehst du, wo ich stehe, wo ich stand und wo die Wölfe hochkamen. Und als die so vor mir standen,
blickte ich sie an und im ersten Moment dachte ich, gell, ich bin ein Städter, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Oh, das sind jetzt schöne Wolfshunde. Wirklich sehr schön, aber warte mal, die haben ja gar kein Halsband und der Hundehalter, das ist ja nicht so die normale Strecke, wo man Gassi geht. Sehr total steiler und unzugänglicher Wald. Und das dachte ich so in mir und merkte, wie langsam das Adrenalin steigt. Die zwei Typen blickten mir ins Auge. Nicht allzu lange kehrten wieder um und runter den Berg. Und ich war echt froh, dass ich nicht auf ihrer Speisekarte stand. Offensichtlich, oder ich sag jetzt mal, glücklicherweise sind Menschen nicht so das normale Frühstück für Wölfe. Du verstehst, was ich meine. Gott hatte total meine Aufmerksamkeit. Ich sagte, okay, Jesus, du hast mich genau hier hingelockt und ich meine, das Timing ist genial. Wölfe kommen dir normalerweise nicht bis auf 10 Meter nah. Die sind etwas scheu Menschen gegenüber und drehen dann schneller um. Aber so kam es natürlich, weil ich auf dieser Plattform war, wie du auf dem Foto siehst, und sie den Berg hochkam, dass wir uns sehr nahe kamen. Sehr nahe. Nicht so nahe, dass sie mich angriffen, aber für mich war es schon, ja, für mich war es genug nah. Und ich sagte zu Jesus, okay, du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Was willst du mir sagen? Und in diesem Moment realisierte ich, dass eine Schatzsuche beginnen würde. Gott sucht ja eigentlich nicht Leute, die ihn hören und dann kann er ein prophetisches Wort weitergeben. Er sucht die Beziehung. Und das ist auch das, was wir an unseren Seminaren immer wieder lernen. Gott sucht die Beziehung und im Prophetischen geht es mehrheitlich um die Beziehung. Gott schickt uns oft auf eine Schatzsuche und das lesen wir zum Beispiel in Sprüche 25, Vers 2. Dort heißt es nämlich, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Ja, Jesus hat schon immer in Gleichnissen gesprochen. Er hat zu seinen Jüngern in Gleichnissen gesprochen, zu den Menschen. Und die Jünger haben ihn gefragt, ja, weshalb sprichst du in Gleichnissen? Und er hat ihnen gesagt, ihr könnt sie verstehen. Aber oft ist es so, wir müssen die Dinge, wie es in diesem Vers heißt, erforschen. Wer sind denn die Könige? Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du Königskind. Dann ist es deine und meine spannende Aufgabe, eine Sache zu erforschen. So bewegte ich also dieses Bild von den zwei Wölfen in mir und wusste, die Chance, dass man das so arrangiert, also dass es zufällig passiert, ist sehr, sehr klein, weil ich wurde ja ganz genau von Gott an diesen Punkt geleitet und genau dann, als ich wieder umdrehen wollte und schon Gott fragte, was soll ich hier in dieser Sackgasse, boom, tauchten die Wölfe auf. Also das war perfekt orchestriert vom großen Dirigenten und er hatte meine Aufmerksamkeit. Und ich verstand ein bisschen, dass es um 2 Jahre geht. Wenn du gelernt hast, auf Gottes Geist zu hören, dann fragst du Gott, was willst du mir sagen? Und ich hörte sofort das Wort 2 Jahre, 2 Wölfe, aber ich musste da wirklich das in meinem Herzen bewegen. In Lukas 2, Vers 19 heißt es, Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn ich so Puzzleteile bekomme, wenn ich merke, ich bin auf dieser Schatzsuche von Sprüche 25, 2, dann bewege ich sie in meinem Herzen. Also ich lief weiter, sagte, okay Jesus, 2 Wölfe, 2 Jahre, ich verstehe es noch nicht, aber ich weiß, du wirst mir mehr Downloads, mehr Informationen geben. Nun, jetzt kann man
die biblische Symbolik von Wölfen natürlich heranziehen. Das tat ich. Ist ein bisschen gefährlich. Man muss immer aufpassen mit biblischer Symbolik. Zum Beispiel der Löwe. Es kann der Löwe von Juda sein. Aber es kann auch der Löwe, Satan sein, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Also man kann nicht einfach sagen, oh, das heißt immer das. Aber bei Wölfen war mir schon klar, das sind Fresser. Fresse. Die biblische Symbolik ist klar und ich hatte auch ein inneres Ja dafür. Es geht um 2 Jahre und um Fresser. Mehr wusste ich noch nicht. Wie gesagt, ist ja ein Rätsel laufen, ein Rätselraten, eine Schatzsuche. So wusste ich, es geht auch um Johannes 10,10, wo es heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jetzt kannst du sagen, ja, der Dieb sind keine Wölfe, aber ich verstand es so, dass die Wölfe wie Diebe sind, also Fresser sind. So bewegte ich also diese 2 Wölfe, 2 Jahre, das Fressen in meinem Herzen und sagte Gott, du wirst noch mehr, du wirst mir mehr Offenbarung darüber geben, um was geht es? Um was geht es? Wie soll ich das verstehen? Und es war 2 Tage später, als ich wieder innerlich spürte oder hörte, geh nochmals an die gleiche Stelle. Und ich dachte, ja, an die gleiche Stelle kann ich schon nochmal gehen, Jesus, aber was soll, die Wölfe werden nicht mehr dort sein. Also rein Statistik ist das 1 zu 1 Milliarde, dass die dort nochmals auftauchen. Aber natürlich wusste ich auch, wenn ich das so höre innerlich, dann kommt frisches Manna. Jeden Tag frisches Manna, wie in der Bibel. Also war ich gespannt. Ich ging wieder genau an den Punkt und schaute dorthin, wo die Wölfe waren und sagte zu Jesus, Jesus, ich sehe nichts. Und dann hörte ich innerlich, schau nach links. So drehte ich mich und blickte nach links und da war auch eigentlich ein steiler Abhang und ich sah direkt über den Thunersee. Und ich sah 2 wunderschöne Adler fliegen. Sie schwebten, ohne groß die Flügel zu bewegen. Sie nutzten die warme Luft, die Thermik. Und ich konnte ihnen zusehen. Sie waren recht nahe bei mir. Und ich fragte, ja, Jesus, wunderschön. Was willst du mir sagen? Und ich hörte innerlich, schau nach unten, schau nach Thun, schau auf den Thunersee. Und ich sah den dichten, dicken Nebel unten und ich total in der Sonne wie die Adler mit Blick bis auf Eigermönch und Jungfrau, wunderschöner Blick, weit, weiter Blick. Und dann hörte ich innerlich, dann ging es weiter, dann begann der Geist Gottes so zu mir zu reden, sagte, ich habe dir gesagt, 2 Jahre, 2 Wölfe, unten im Nebel wird es sein, wie bei den Wölfen. Es wird gefressen. Wenn ihr, also nicht nur ich, sondern du und ich und deine Freunde und meine Freunde, lernt, wie Adler zu werden, in den nächsten 2 Jahren, werdet ihr nicht von den Wölfen gefressen, sondern ihr werdet weit sehen und die Thermik, die warme Aufluft, auch ein Symbol für den Heiligen Geist, nutzen können. Huh. Wow, ich dachte, okay, und Jesus, ist das die ganze Botschaft? Und wieder merkte ich, nein, es ist ein Puzzleteil. Ich bin auf der Schatzsuche. Und wiederum bewegte ich diese Worte, die ich innerlich so deutlich hörte in meinem Herzen, wie das Maria getan hatte. Und sagte, okay, Jesus, ich habe verstanden, 2 Wölfe, jetzt 2 Adler und Nebel und wir sollen werden wie Adler. Adler ist eigentlich ein Symbol für das Prophetische und prophetisch heißt weit sehen. Und jetzt wirst du sicher sagen, ja, das kannst ja du sagen, werdet wie Adler. Aber bei mir funktioniert das nicht so gut. Ich komme darauf zu sprechen. Ich glaube nicht, dass wir alle jetzt total einen prophetischen Dienst aufbauen müssen. Nein, das meint Gott nicht. Was er damit meint,
und ich erkläre es später im Detail, ist, dass du dein Talent, und wenn es nur so klein ist, nutzt, seine Stimme hören zu lernen. Ich gehe nachher noch darauf ein, dass ich glaube, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad so werden können wie die Adler, sonst wäre ja das nicht fair, mit unterschiedlichen Begabungen. Aber wichtig ist zu wissen, dass es um dein Input geht. In dieser Geschichte bei den Talenten, da hatte einer viel und einer wenig, und Jesus hat eigentlich nicht gesagt, du bist der Bessere, sondern er wollte, dass jeder mit dem, was er hat, etwas tut. Und das ist auch wichtig in dieser kommenden Zeit, dass du, und jeder hat die Gabe, Gottes Stimme hören zu lernen, auf die eine oder andere Art, dass wir das tun. Meine Schafe hören meine Stimme, das sind alle. Und damit meint Jesus nicht nur die etwas besser prophetisch Begabten. Aber zuerst, bevor ich zurückkomme und nochmals wirklich das mit den Talenten erkläre, möchte ich dir sagen, wie es weiterging. Weil ich fragte dann Jesus, okay, geht's, kommt noch was? Und ich bewegte diese Worte in meinem Herzen und wusste, nein, es ist noch nicht der ganze Download. Das ist ganz wichtig, dass du das lernst, dass Gott so in Puzzleteilen redet und nicht immer gleich die ganze Botschaft voll raushaut, weil er ja die Beziehung sucht. Ich erzähle dir eine klitzekleine Geschichte, wo ich das so ganz auf lustige Art und Weise lernen durfte. Daniela und ich, wir waren vor ein paar Jahren im Hotel Paladina, das ist ein christliches Hotel im Tessin, und durften eine Woche lang ein Seminar geben über, ja, Gottes Stimme hören lernen und die Geistesgaben. Und am Morgen früh tauschen wir manchmal aus und ich fragte so Daniela, hast du etwas empfangen? Hat dir Jesus etwas gesagt? Oder ist dir etwas in der Bibel aufgefallen? Oder bewegt dich in deinem Herzen etwas? Wir hatten beide stille Zeit gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, was sie mir erzählte, aber als ich ihr erzählen wollte, was ich erlebt habe mit Jesus, was ich gehört hatte, war ich gerade daran, eine Tasse Kaffee herauszulassen. Und ich drückte Kaffee mit Milch, nahm den Kaffee, dachte, es sei alles, stellte ihn hin und sagte so zu Daniela, ja, Jesus hat mir gesagt, ich würde nicht auf den ganzen Download warten. Ich würde ihm zu schnell davonrennen. Ich würde meistens oder oft mit einer halben Prophetie daherlaufen. Und als ich das sagte, hörte ich ein Geräusch, drehte mich zur Kaffeemaschine um und sah, wie die Milch rauskam. Ich hatte also auf meinem Tisch einen Kaffee ohne Milch und das geht für mich gar nicht. Und ich dachte, schon wieder nicht auf den ganzen Download gewartet. Das war vor einigen Jahren und seither frage ich immer Jesus, wenn ich so prophetische Signale empfange. Natürlich muss man die alle auch prüfen, auch das kann man lernen. Aber wenn ich sie empfange, frage ich oft Jesus, habe ich den ganzen Download? Ich meine, ist das das prophetische Wort mit der Milch oder ist das nur der Kaffee? Schöne Geschichte, aber lustige Geschichte, so ist ja auch Jesus. Er nimmt unsere Schwächen und macht was Lustiges draus. Ja, ich bin so der Typ der Tatkraft, man muss schnell was umsetzen und im Prophetischen ist das nicht immer gut, weil Jesus eigentlich die Beziehung sucht und manchmal halt so in Stücken redet. Jetzt war es wieder so, ich fragte also, gut, Jesus, die Milch ist noch nicht im Kaffee, was möchtest du mir sagen? Und so lief ich hoch auf einen kleinen Hügel oder Berg, je nachdem, wie man es betrachtet, und plötzlich stand ein Förster vor mir. Und ich wusste, jetzt geht's gleich weiter, Jesus wird wieder reden. Ich wollte an dem Förster vorbei und schauen, was er tut, aber er sagte von weit, nein, stopp. Sie dürfen da nicht durchlaufen, es wird ein Baum gefällt. Ich dachte, okay, gut, ich
bleib mal stehen. Und ich blieb stehen und merkte, innerlich betete ich und merkte, jetzt kommt wieder ein Puzzleteil. Ich dachte, okay, wird ein Baum gefällt, schau mir mal zu. Und dann redeten der redete mit einem anderen Förster, also der den Baum fällte, und dann plötzlich machte es krachte richtig. Es war eine große Tanne. Große Tanne. Du siehst sie hier auf diesem Bild hinter mir. Und innerlich hörte ich, ich wusste ja schon, 2 Jahre, 2 Wölfe, sie werden fressen im Nebel, aber werdet wie Adler, dann werdet ihr nicht gefressen. Weshalb jetzt? Jetzt merkte ich, in 2 Jahren wird es crashen. Und jetzt komme ich ins Interpretieren. Und da bewege ich mich natürlich im Glauben, aber ich glaube das so empfangen zu haben. Es wird wirtschaftlich crashen. Sehr wahrscheinlich verbunden mit einem Börsencrash, Immobiliencrash, Wirtschaftscrash, Rezession, Stagflation, wie auch immer. Es wird heftig. Das wusste ich. Und ich dachte, okay, Jesus, das ist jetzt aber nicht so eine tolle Botschaft. Aber gleichzeitig wusste ich doch. Denn Isaac wurde während einer Hungersnot sogar noch reich. Also, du kannst jetzt dieses prophetische Wort nehmen und sagen, oh je, Hilfe, 2024 kommt der große Börsencrash wie 1929. Ja, vielleicht kommt ein Crash, wie es ihn gegeben hat, 1929. Aber das sollte uns keine Angst machen. Denn wir lesen in 1. Mose 26, dass Isaac sogar während einer Hungersnot reich wurde. Aber er war ganz sicher nicht bei den Wölfen unten im Nebel. Nein, er war ein Adler. Und ich flechte hier ein Telefongespräch ein, das ich letzte Woche hatte. Ein christlicher Geschäftsmann rief mir an und sagte, hey, ich war bei dir am Seminar über Gottes Stimme hören lernen, aber ich möchte das noch mehr lernen, weil ich möchte mehr aus dem Geist organisieren. Und ich habe da ein paar Geschäftsleute, die merken irgendwie auch, wir kommen in eine Zeit rein, da wird es so unheimlich wichtig, dass wir nicht nur gutes Management haben, was wirklich sehr wichtig ist, sondern auch im Geist organisieren. Im Geist organisieren, was soll jetzt das wieder heißen? Ich gebe dir ein kleines Beispiel, was es für mich heißt. Daniela und ich, wir müssen ja auch organisieren. Und meistens besprechen wir Daten, zumindest die wichtigen Daten, die besprechen wir mit Gott. So hatten wir Ende Januar unser erstes Online-Zoom-Seminar geplant über Gottes Stimme hören lernen. Und wir hatten 2 Daten, die wir mit dem Techniker, unserem Freund und Vorstandsmitglied Jörg, abgemacht hatten. Also er gab uns 2 Optionen. Also Samstag, der 22. Januar oder Samstag, der 29. Und wenn du so ein Zoom hast und selber referierst, dann ist gut, du hast noch einen Techniker, weil da gibt es auch Gruppeneinteilungen, man tauscht dann aus in Gruppen, da musst du die Gruppen wieder zurückholen und so. Und dann zu referieren und die Technik selber zu machen, das ist irgendwie too much, zumindest für mich und Daniela. Wenn du ganz geübt bist, kannst du das. Aber der Jörg hat gesagt, ich gebe euch die 2 Daten. Und dann machen Daniela und ich das so, wenn wir etwas wichtige Daten haben, die wir entscheiden müssen, wann wir, ja, welches Datum jetzt das Richtige ist, dann gehen wir ins Gebet. Und jetzt vom Natürlichen her wäre der 29. das viel bessere Datum gewesen. Weil, ich kann jetzt nicht alles erklären, es wäre einfach viel, alles, die Umstände wären viel einfacher gewesen. Spielt keine Rolle. Und der 22. eher ein bisschen mühsam. Und ich hörte im Gebet oder sah einfach grau beim 29. Grau und nein und nicht so gut und nicht so optimal. Und ich ging zu Daniela und sagte,
ohne zu sagen, was ich hatte, was hast du? Und sie sagte, ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich habe ein komplettes Nein für den 29. Und so entschieden wir uns gegen die Umstände, das also am 22. Januar durchzuführen. Wir führten das auch durch. Am 22. Januar dieses Jahres hatten wir das erste Zoom-Seminar mit 80 Menschen aus 5 Nationen. Und es war der Hammer. Aber ich wollte natürlich wissen von Gott, weshalb dieser Zusatzaufwand. Wir hatten doch einen organisatorischen Zusatzaufwand. Am 28. bekam ich die Mitteilung, dass Jörg krank wurde. Und er war nicht lange krank, aber 28. und 29. war er krank. Und es wäre möglich gewesen, ich meine, ich kenne ihn, er hat sich durchgekämpft, aber da musst du dich schon konzentrieren. Es war ganz klar, weshalb Gott den 22. wollte. Am 29. hätten allenfalls die Wölfe das Seminar gefressen. Naja, um bei dieser Metapher zu bleiben. Du verstehst also, im Geist organisieren kann sehr entscheidend sein für dich und für mich, weil Gott immer wie ein Adler ganz weit voraussieht und Dinge, Faktoren kennt, die wir nicht kennen. Und so verblieb mit diesem Geschäftsmann am Telefon, dass wir etwas organisieren, entweder in seiner Gemeinde oder mit diesen Geschäftsmännern zusammen, um zu trainieren, dieses Hören und dieses prophetische Handeln. Nicht, dass man nichts mehr managen muss. Du musst alles managen und auf die Beine stellen. Aber es gibt Faktoren, die du nur im Geist ergreifen kannst und die können ganz entscheidend sein. Und jetzt komme ich zu den Talenten, weil jetzt kommt natürlich, ich weiß schon, kommt der eine oder andere und sagt, ja, aber so präzis kann ich gar nicht Gottes Stimme hören. Ich glaube nicht, dass es abhängig davon ist, wie gut du hörst, sondern was du mit deinem Talent machst. In der Geschichte mit den Talenten, da hat Jesus verteilt er unterschiedlich viele Talente und schaut dann, was die Leute damit machen. Relevant war nicht, wie viel Talente, wie viel Begabung, wie viel prophetische Begabung jemand hat oder bekommen hat, sondern in diesem Gleichnis kommt ganz klar heraus, dass der nur ein Talent bekommen hat und nichts damit gemacht hat, der schnitt ziemlich schlecht ab. Und ich glaube, Gott erwartet nicht mehr von dir und von mir, als dass die Talente, die wir haben, um im Geist zu lernen, um prophetisch zu hören, dass wir die einsetzen. Vielleicht ist das bei dir nur ein Talent. Dann setz das ein. Lies 2 oder 3 Bücher mal über das Prophetische. Das erwartet Jesus von uns. Weil er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und das ist ein Lernprozess. Du fragst dich, ja was? Entweder man kann es oder man kann es nicht. Nein, Hebräer 5,14 macht ganz klar, dass das Üben wichtig ist. Es ist nicht, man hat's oder man hat's nicht. Es ist wie, wenn du sprachbegabt bist, dann musst du trotzdem Englisch, Französisch und Spanisch lernen. Du musst investieren. Und im Prophetischen ist es dasselbe. Egal wie viel Talente du hast, Hebräer 5,14 gilt für dich und mich. Die feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Welche Sinne? Das Sehen, das Tasten, das Riechen? Nein, das kannst du, seit du Kind bist. Es geht hier um die geistlichen Sinne. Die feste Speise ist für die, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Du und ich, wir sind aufgefordert, zu lernen, Gottes Stimme hören zu lernen. Egal, ob du 1, 2 oder 5 Talente hast. Du kannst
besser werden. An den Seminaren sage ich immer, schaut mal, das ist wie Ping-Pong spielen. Es ist ein bisschen lustig und sehr unreligiös. Je mehr du Ping-Pong spielst, desto besser fliegt der Ball hin und her. Ich kriege den Ball von Jesus, ich gebe ihn zurück, bis die Pörselteile alle da sind. Das ist so mein Beispiel. Und die Ausrede, ja, das ist nichts für mich. Ich glaube, die gilt nicht. Die gilt nicht. Die Botschaft hier, meine, soweit ich sie verstanden habe, Adler fliegen, Wölfe im Nebel unten, gar nicht gut. Gar nicht gut. Du kannst fliegen. Nimm dein Talent. Lies mal ein, zwei Bücher darüber. Kannst meines lesen, das kostenlos als PDF. Und dann lies aber auch noch eins von jemand anderen. Komm mal zu uns ans Seminar, aber geh auch bei jemand anders ans Seminar. Sammle, investiere. Ich glaube echt, es ist Zeit zu investieren in diese Gabe, die Stimme zu hören. Ich erinnere mich an einen Freund, der hat gesagt, ja, ich wollte dein Buch in unserem Hauskreis besprechen, aber unser Hauskreisleiter hat gesagt, Prophetie ist gefährlich, da können Fehler passieren. Ja, sicher. Und das schauen wir auch an in unseren Seminaren. Aber weißt du, was noch gefährlicher ist? Nicht zu lernen, wie Gott redet. Es ist gefährlich, Prophetie, da können Verletzungen passieren. Und ethische und moralische Richtlinien für den Umgang mit den Geistesgaben sind enorm wichtig. Und in der Tat, ja, gefährlich ist, das Leben ist lebensgefährlich sozusagen. Aber noch gefährlicher ist es, bei den Wölfen unten zu sein. Ja, das ist meine Botschaft, mein Puzzleteil. Ich bin gespannt, was die anderen drei Männer sagen. Die haben auch ihre Visionen. Aber das ist so meine Botschaft. Und sie ist noch nicht fertig. Ich meine, ich fragte Gott, habe ich jetzt den Kaffee mit Milch und ist das jetzt alles? Der Baum, der crasht? Nein, war es noch nicht. Es war noch nicht fertig. Ich dachte, okay, spannend. Ein Tag später war ich bei der gleichen Stelle, wo der Baum umkippte und das Foto hinter mir. Die Förster hatten gefällt wie wild. Und wiederum spürte ich, wie der Geist Gottes zu mir sprach und sagt, schau dir diese Stämme an. Und ich sagte, wow, so fette Stämme, diese richtig große Bäume und so gesund. Und ich hörte innerlich, wie Gott sagte, ja, wenn diese Zeit kommt, werden Dinge am Boden liegen, die jetzt noch fett, dick und gesund aussehen. Aber wenn's crasht, dann liegen Dinge am Boden, die die Welt jetzt als stabil betrachtet. Es hat mich schon tief getroffen, dieses Wort, und ich glaube, das macht Sinn. Ist ja so, nach einem Crash, wenn du den nimmst von 1929, dann liegt ziemlich viel am Boden. Ich kann es nicht sagen, dass es genau gleich wird, aber ich glaube, es wird heftig. Und die Botschaft ist aber keine Angstbotschaft, sondern die Botschaft ist, wenn du lernst, wie Adler zu fliegen, wirst du wie Isaac in einer Hungersnot ziemlich gut aussehen und andere Leute segnen können. Verstehst du, wenn ich sage, Isaac wurde reich in einer Hungersnot, dann geht es nicht nur um dich. Es geht darum, dass du vielleicht dann andere segnen kannst. Und da wären wir wieder beim Thema Erweckung, dass die anderen drei Männer viel mehr auf dem Herzen haben oder mehr darüber empfangen haben als ich. Und ich glaube, das spielt wirklich zusammen. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Wenn du sagst, ich höre Gottes Stimme schlecht oder was passiert, wenn ich das Datum nicht so genau hören kann und so weiter und so fort. Ich könnte dir locker eine Stunde lang erzählen von Fehlern, die ich gemacht habe, wie ich nicht richtig gehört habe, wie Daniela nicht richtig gehört hat. Und dann kommt für mich immer Psalm 23, Vers 6 zum Zuge. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Wie lang? Mein Leben lang. Was genau? Güte und Gnade.
mehrere Beispiele, die ich jetzt dir nicht alle erzähle, wo Gott zugeschaut hat, wie wir versucht haben, seine Stimme zu hören, sie nicht richtig erwischt oder interpretiert haben. Und er hat uns gerettet. Und dann ist das wie bei einem kleinen Adler und beim erwachsenen Adler. Wenn nämlich der kleine Adler fliegen lernt, wird er aus dem Nest geschubst und dann versucht er zu fliegen. Und dann geht das vielleicht noch nicht so. Und der große Adler kommt im Sturzflug von oben runter, kann übrigens eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometer haben. Sturzflug, und der andere macht so, und der Adler geht da runter und fängt ihn auf. Okay, kleiner Adler, hat noch nicht funktioniert. Güte und Gnade werden dir folgen mein Leben lang. Und der Adler nimmt dich hoch und bringt dich wieder ins Nest. Hast du ein Talent, setz es ein. Hast du zwei Talente, setz es ein. Hast du fünf, setz sie ein. Bist du ein super Prophet? Du wirst immer Fehler machen. Immer. Du wirst immer Güte und Gnade brauchen. Aber Jesus erwartet, dass wir uns wenigstens Mühe geben, so wie die Leute mit den Talenten, die haben was daraus gemacht. Und wenn es dann nicht klappt, ich sage immer, Jesus, ich nach bestem Wissen und Gewissen höre ich auf dich. Aber wenn ich falsch liege, und da könnte ich dir einige Geschichten erzählen, dann, ich kleiner Adler, du großer Adler, fang mich auf. Güte und Gnade werden mir folgen, wie lange? Mein Leben lang. Ich bin so sicher, dass wenn ich alles gebe, von meinem Herzen investiere, dann wird er, der große Adler, wird mich auffangen. Also ist es nicht abhängig davon, ob du ein super Prophet bist oder nicht, sondern es ist abhängig davon, bist du bereit, dein Talent prophetisch zu hören und wenn es nur eins ist, einzusetzen. Mach was daraus. Und spannend wird es auf jeden Fall. Ob du Wölfen begegnest, weiß ich nicht, aber spannend wird es. Zurück zu den Baumstämmen. Du siehst sie hinter mir. Meine Interpretation: Es wird crashen, es wird krachen, wir haben 2 Jahre Zeit. Du kannst dich vorbereiten, Güte und Gnade werden dir folgen. Und ich fragte Gott, ist das jetzt alles schon ziemlich kompakt? Und irgendwie spürte ich, nein, nein, es kommt noch das Sahnehäubchen auf die Milch drauf. Also nicht nur Kaffee und Milch, sondern noch ein Sahnehäubchen. Ja, ich bin gespannt, Jesus. Was willst du mir sagen? Wir waren eingeladen bei Freunden hier, die wir neu kennenlernten, aus Heiligenschwendi. Und sie erzählten uns, dass sie ab und zu nach Kasachstan in die Mission gehen. Die, wow, spannend. Und dann sagte er etwas und das hat mich total getroffen. Und er hat gesagt, er wusste gar nichts von dieser Geschichte. Das war ja das Spannende für mich. Er wusste nicht, ich habe ihm nichts von den Wölfen, von den Adlern erzählt. Er sagt so ganz beiläufig, und das hat mich mega umgehauen, ja, in Kasachstan und in der Mongolei werden Steinadler trainiert, um Wölfe zu töten. Nicht, hä? Stopp, was? Das habe ich nicht gewusst. Ja, Steinadler haben 8 bis zu 8 Zentimeter lange Krallen und sie kennen die neuralgischen Orte der Wölfe. Und wie du auf dem Bild hinter mir siehst, hat ein Adler, ein Steinadler, absolut keine Angst vor einem Wolf. Im Gegenteil, der Wolf hat massiv Angst vor dem Steinadler, weil er weiß, wenn die Krallen ihn an den tödlichen Stellen treffen, ist er Game Over. Wow. Das war das Sahnehäubchen. Weil in der Metapher, um in der Metapher zu bleiben, habe ich verstanden, wenn ihr werdet wie Adler, werdet ihr keine Angst vor Wölfen haben müssen. Keine, absolut keine Angst. Der Adler ist dem Wolf überlegen. Er kann ihn sogar töten. In der Mongolei werden Adler trainiert, gezüchtet, dass sie Wölfe fangen und zum Teil auch töten. Das war für mich der letzte Teil. Und er macht mir total Sinn,
weil dann macht diese Botschaft, die ich jetzt weitergebe, trotz Crush, den ich interpretiere, Mut. Es macht Mut. Weil mit dem Geist Gottes müssen wir vor den Wölfen keine Angst haben. Nun, weil meine prophetische Botschaft natürlich Stückwerk ist und es auch heißt, dass mehrere Propheten reden sollen und die Leute dann das prüfen sollen, freue ich mich auf die kommenden Interviews mit Hans-Peter Niersch von ehemalig Campus für Christus, Werner Wojwode von den Abraham-Diensten und dem FEG-Pastor Adrian Nees. Die haben krasse Sachen empfangen. Wirklich, ich habe die drei ausgewählt, weil das ist so, als ich gehört habe, was sie empfangen, hat es mich total bewegt. Und das passt total gut jetzt auch mit dem zusammen, was ich empfangen habe, auch wenn es nicht jetzt deckungsgleich ist. Es sind ja Puzzleteile, die ihr gerne dann auch prüfen dürft. Aber bleibt dran, Hans-Peter Niersch wird erzählen, wie ein Pizzakurier, der ihn nicht kannte, zu ihm nach Hause kam, ihn suchte und im gebrochenen Deutsch sagte, du musst der Schweiz sagen, dass eine Erweckung kommt. Und dieser Pizzakurier wusste nichts von dem, dass Gott mit Hans-Peter Niersch bereits darüber sprach und tief in seinem Herzen diese Thematik bereits am Bewegen war. Mehr darüber im Interview. Werner Wojwode hat letztes Jahr prophetisch, als er das Buch Daniel gelesen hat, gehört, in 70 Wochen soll ein Buß- und Bettag stattfinden. Und als er ausgeschaut hat und ausgerechnet hat, wann ist denn das? Wann ist denn das? War es genau der 18. September 2022, dieses Jahr? Das kannst du nicht machen. Das ist von Gott orchestriert. Adrian Nees von der FEG in Wiel hat sich in den letzten Jahren für das Prophetische geöffnet. Wir durften uns kennenlernen, wir durften dort ein paar Seminare geben zu diesen Thematik. Er ist wirklich gewachsen im Prophetischen und auserwählt auch, auserwählt, gewisse Botschaften weiterzugeben, die er empfangen hat. Auch er wird hier in diesem Videostudio erzählen, was Gott ihm gegeben hat. Und diese vier Botschaften zusammen, ich hoffe, sie werden dich total ermutigen und du wirst mit anpacken, denn sie werden dir sagen, dass eine Erweckung kommt. Und ich glaube, das sage ich nämlich vorweg, dass wenn eine große Krise kommt, ist das eine große Chance. Wir sehen uns. Bleib dran, abonniere diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Bis dann, tschüss!